Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, dem ersten Spiel hier an diesem Montag. Ich würde sagen, wir starten einfach straight hinein. Mission Division 2. 25 Fähigkeitspunkte fehlen uns. Kann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen, um Himmels Willen. Es kann genauso gut sein, dass wir jetzt die Woche fünfmal verlieren und dann stehen wir irgendwo ganz unten. Shit happens, wenn es so ist, shit happens. Wie gesagt, wir haben gestern schon verloren, das war ärgerlich. Heute wollen wir, dass das nicht passiert. Gegner haben wir schon mal gefunden, einen. Team Mutex, gegen den haben wir noch nie gespielt. Mal was Neues. Aber ich bin auch in Los Angeles. Mal gucken, was da so drin ist hier. Crypto.com Arena. Center. Macht den Move, das ist der Fehler. Was ich mich gerade schon wieder frage, ist, wie das keine 2 Minuten sein können. An Klingberg. Da gab nämlich 2 Schläger von links und von rechts. Na, aber gut. Mit mal Richtung Tor. Mit Kinnen. Ah, zu eng gespielt. Headman, Kümper. Oh, das ist gut. Können wir mal Kümper ein bisschen anschauen? Kinnen. Kommt da nicht durch. McDavid. McDavid, stark. McDavid ist geblockt. Lemieux. Lemieux, stark. Na. Oh. Ich hasse nichts mehr als dieses Rumgewackel und Rückwärtsgelaufe. Echt, das ist so nervig. Sigus. Kommt nicht hin. Oh, ich kann sagen, gut verteidigt. War nicht ganz so geplant. Fox. Lucy Fox. Godrow. Wer war die 19 gerade, der so schnell unterwegs war? Hooking nicht gegeben. Dreiseitel. Fox. Stark geblockt. Das ist alles fast selber gelegt. Also der Gegner spielerisch anscheinend definitiv stärker mit seinen Links-Rechts-Gewische und den absolut krassen Moves, die er hier bringt. Josi, das ist schlecht. Godrow. Makar. Schnell geht raus. Das ist Eisig. Seagrass war nicht schlecht gemacht von Seagrass, muss man ihm lassen. Oh,
Stamkos blockt die Scheibe da so blöd, dass man eine Zeitstrafe für kriegen. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ob das jetzt wirklich 2 Minuten waren, darüber können wir wieder diskutieren. Hab's jetzt so nicht schnell gesehen. Der Schläger war auf jeden Fall hinterm Spieler. Weiß nicht, ob er da durch die Beine durch sind oder nicht. Und ob eben sie dann mal wieder nur aufgelegt haben. Oh! Panarin. Barkov. Stark gespielt gerade. Minuten des Powerplays sind rum. Gut verteidigt. Klingberg. Nach 20 Minuten. Es ist ein Spiel technisch auf Augenhöhe. Darcy Kuemper hält gut auf der anderen Seite. Und das taugt mir noch nicht so ganz, dass Kuemper da wirklich so stark steht. Das taugt mir noch nicht so ganz. Aber ich hoffe, dass wir es einfach hinkriegen. Dass sowas dann wieder kein Icing, kein Ding ist. Keine Behinderung. Oh, schade. Wenn der Block kommt zu Matthews. Wird es für unser Gegenüber hier sehr spannend. Matthews, Kuemper. Das ist das, wo ich wieder sage, das ist dieses Slapstick-Müll, der mir überhaupt nicht gefällt in diesem Game. Hm. Kommen wir nicht durch. Linie, McDavid. Knie auf Knie-Check. Ah, abgefangen. Ah, ja, klar. Oh, unser Gegner kriegt ihn dann wieder perfekt. Nein! Boah. Stark. Fox. Oh. Gouli. Stamkos. Godrow. Stamkos. Hin. Pause. Das ist Darlin. Das ist Dreiseitel. Oh!
Paige Thompson. Timo Meier. Oh mein Gott. Und wieder hilft die KI dem Gegner mit. Und das ist halt ein Witz. Das ist halt ein Witz. Wieder wird dem lower gerateten Spielern geholfen, indem meine Spieler die Scheibe versuchen anzunehmen und dabei selber ins Tor reinlegen. Ach, und das ist einfach ein Witz. Im ersten Drittel hätte ich gesagt, ja, hat er es verdient, dass er führt. Da war er der stärkere Spieler, aber jetzt weiß ich ganz genau, was er machen wird. Er wird sich hinten reinstellen und warten, dass irgendwas passiert. Hier und wieder. Rantanen steht deutlich weiter von der Scheibe weg als mein Spieler. Kommt aber als erster ran. Makar. Ja, kann man ja mal machen. Hätten noch 2 Minuten sein müssen für Barkov. Barkov 1-1. Zurück im Game. Absolut verdient. Schön abgelegt von Huberdeau. Barkov kommt um Torhüter rum. Nein, oh, gerade noch so. McKinnon und Josi da im Zusammenspiel. Timo Meier, ja, Eisbrecher beendet das torlose Unentschieden. Ja, Bin ich halt absolut kein Fan von solchen Toren. Ich meine, ja, wir hatten das Glück auch schon. Aber es ist immer auffallend, dass solche Dinge immer passieren, wenn du dann eigentlich deutlich die stärkere Ding spielst. Hier, Makar nimmt ihn perfekt an und kann ihn aber nicht halten und legt ihn dadurch hart unten durch. Natürlich bin ich da nicht begeistert, um Himmels Willen. Wäre komisch, wenn ich selber nicht sagen würde, ja, oh, geile Bude für meinen Gegner. David, boah, über den Ding drüber gelegt. Schade. Leg dich nicht mit Hedman an. Und wieder das Phänomen. Da hast du 99er McDavid, der den Pass von Josi nicht greifen kann. Der Pass war absolut okay gespielt. Da war nichts dran. Oh, das sind 2 Minuten. Nein. Da war absolut nichts dabei, wo ich sage, ja, der Pass, das sind wirklich keine 2 Minuten. Das gibt's ja gar nicht. Wo man sagen kann, nee, komm da überhaupt nicht hin. Gut verteidigt. Das ist Behinderung. Ovechkin. Gaudreau. Ach, als Ehren wieder. Oh, da war Glück.
Uff, so hat man Glück. Oh, stark. Mussten zwei Minuten sein, jawohl. Rasmus Dahlin, probiert's einfach mal und es ist wieder so ein Schuss wie gegen die Kings. Er probiert's einfach und trifft wieder. Schön abgelegt von Ovechkin. Ich liebe diese Powerplay-Reihe. Manche haben mich schon gefragt, Alter, warum lässt du den Dahlin da spielen? Der hat doch nur 95, stell doch Hedman dahin. Warum denn? Der trifft doch. Der trifft doch in fast jedem Powerplay gefühlt mittlerweile. Oh, Pfosten! Ich krieg die Scheibe mal wieder nicht hinten raus. Carter Hart hält fest. Jossi. Zwei Minuten Powerplay für uns. Stockschlag gegeben. Gegen Hendrik Zetterberg. Powerplay 2 und Powerplay 1. Stamkos gegen Stamkos. Bitte frag mich nicht, wie das keine Strafe gewesen sein kann. Waren 100% 2 Minuten gegen uns. Seagrass ist geblockt. Ovechkin. Boah. Gegner kommt aus der Penaltybox raus.
Manöver. Boah, McDavid. Speerspitze in den Puck rein. Funktioniert aber. Für unsere Gegner natürlich immer. Ah, das ist das wieder, was ich wieder liebe. Habt ihr das gesehen? Matthews täuscht an, läuft dann doch zur Mitte und dann kann der Pass nicht ankommen. Das ist was ich nicht verstehe. Warum ist das so? 22 Sekunden noch. Matthews am Bulli. Gegen Stamkos. McKinnon, schade. Scheibe tief. Wir gewinnen mit 2:1 durch den Powerplay-Treffer von Rasmus Dahlin. Und da muss ich einfach sagen, ich bin stolz auf unsere Jungs. Hammer. Absoluter Hammer. Wahnsinn. Sehr gut. 2:1 Sieg. Muss natürlich sagen, haben Glück, es sind ein paar Strafen gegen uns nicht gegeben worden, dass wir die welche waren. Aber wieder so ein schöner Schuss von Dahlin, der einem Torhüter durchrutscht. Diesmal eben Darcy Kümper. Kümper, by the way, ist super gehalten. Das muss man uns auch einfach mal sagen. Plus 10.885. Gut, sofort Replay. Ah, stopp, nee, Tor. Ich wollte das Tor sehen, nicht das sofort Replay. Muss man schon sagen, schön abgelegt von Ovechkin. Tückertsche kommt nicht hin, wobei berührt er da den Fuß? Nee, tatsächlich nicht. Legt die Scheibe ab und jetzt Achtung auf Rasmus Dahlin. Seht ihr das? Da ist das lange Eck offen und genau das sucht er sich aus. Hätte sogar getroffen, wenn Kümper nicht hingekommen wäre da. Kümper kommt mit dem Schläger hin, aber das reicht dann am Ende nicht. Das ist eine scheiß Position. Es gibt da keinen gescheiten, schönen Winkel. Doch, jetzt haben wir einen. Dahlin, Gold wert. Absolut Gold wert. Und ich hoffe, das beantwortet die Fragen von denjenigen, die mir auf anderen Social Media Kanälen noch geschrieben haben: Alter, warum lässt du den spielen? Der hat doch nur 95 im Powerplay. Der ist doch gar nicht so gut. Aber es ist genau der Spieler, der diese Dinger macht. Das ist der ausschlaggebende Punkt am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, mein V. Bis zum nächsten Mal bei NHL 22. Hockey Ultimate Team.